Da wir jetzt noch ein bisschen Ferrari-Spaß haben wollen, Prestige 1. Ich kapiere das nicht mit dem Prestige, aber einfach nehmen und fahren, ne? Der Moby Dick, nehmen Doppelpaket vorne, dann ein BMW, dann die Capri-Sonne. Dann kommt auch schon mein Team. So. Das ist China-Rennen, das China-Rennen. Wow, was macht ihr da vorne? Hallo? Ja, das dachte ich mir schon. Ihr bremst hier alle wie Omas. Moby Dick geht beiseite. Ah, ey. Schieben wir den Moby Dick oder was? Okay. Was war das gerade? Stamm auf einer Rennstrecke? Latan, lass mich durch. Ich will dich nicht wütend machen. Danke. Ja, wahrscheinlich, oder? Ist Moby Dick erst dann? Ja, Moby Du Dick kommst ist auf einer erst da. guten Position in die zweite Runde. Ich muss hier viel mehr bremsen, ein bisschen Gas geben, dann viel, viel bremsen, ein bisschen Gas geben, viel, viel bremsen. Tschüss. Viel, viel bremsen, bisschen Gas geben, theoretisch wieder bremsen. Aber jetzt muss ich hier wieder viel, viel bremsen. Dann, um Moby Dick einzuholen. Komm schon. Lass mich durch, danke, Moby Dick. Bleib in Führung. Letzte Runde. Uah. Bremse immer zu hart. Mein Bratan ist letzter. What the fuck? Antwort ist nein. Das Segeln mit dem BMW auf der Geraden kein Problem, aber so in den Kurven sackt er hart. Ja, yeah, wahrscheinlich komm. Kein Bock auf Strafe. So. Ziel. Nice. Team Erster, obwohl er Letzter war. Okay. So, komm jetzt. Shanghai. Er ist vorne. Die Capri-Sonne-Fraktion kommt nach. Drei Stück Capri-Sonne. Wo ist die Moby Dick-Fraktion? Irgendwie ganz wenige Moby Dicks hier. Wir Hier nichts sind in gesehen. Shanghai. Gleich ein Event der Grid World Series beginnt. Chris, Oh, was sagst eine du zur nasse Strecke? Strecke. Ich Ist liebe es. Shanghai. Ach, Aber es ist nicht die solche Strecke, es Touren ist durch sehen wir Shanghai. vorher Zum nur Glück. selten.
Noch nie gefahren, aber... Das Wetter wird während des Rennens wohl nicht besser werden. Zum Glück ist das Plastik und kein Blech, sonst wäre es jetzt wieder vorbei gewesen. Die Reparaturkosten wären unvorstellbar hoch. Ja, so kann man es auch machen. Während dem Bremsen einfach mal alle Leute überholen. Geht weg. Ich mache jetzt hier Tokyo Drift. In Shanghai Edition. Ah. Im Regen, also so wie ich das merke, haben die Fahrphysik angepasst, wenn es regnet oder glatt ist. Und verhält sich auch das Fahrzeug anders. Das merkt man ein bisschen. Also, die haben schon ein bisschen mehr überlegt in dem Spiel, als nur einfach nur Fahrzeuge machen, Gas geben. Aber die schlimmste Fahrphysik war irgendwie in Drive Club. Ah, die war hässlich. Die konnte ich überhaupt gar nicht. Mochte ich überhaupt nicht. Selbst die Drift-Funktion war für die Cuts. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Ach, du kommst mit fast 340 Sachen und dann du fast in die Kurve. Okay. Soll ich dich vorne lassen? Ja, wenn du es nicht verbaust, verboxst. Aber du verboxst es. Übelst korrekte Aktion von dir, Bratucho, dass du mich nach vorne gelassen hast. Handbremse fehl am Platz. Ah. Demoliert der Karre. Fliegt gleich alles auseinander. Ja. Ich muss mich hier wirklich auf die Strecke konzentrieren und nicht irgendwie. Ah, ja. Yeah. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Letzte Runde und ich hab fast... Tschüss, Motorhaber. Die Frontstoßstange verabschiedet sich auch gleich. Oh, Bratucha, Mann, was machst du hier? Kannst. Ich zeige schon, was ich kann, aber du musst es auch zeigen. Zu viele komplexe Kurven. So, und doch noch ins Ziel geschafft, auch wenn die Karre mehr als nur demoliert ist. So, was kommt jetzt? Aufstieg, Level 12. Jawohl. Pedro Vasquez freigeschaltet. Die letzte Strecke ist Okutama GP
Ist es diese hässliche Bergstrecke? Wenn es diese hässliche Bergstrecke ist, dann wird das schwierig, dann wird das mühsam. Ja, das sieht nach der hässlichen Bergstrecke. Nein. Gut. Oh doch, es ist die hässliche Bergstrecke. Oh nein. Oh nein. Pass auf, du hast. Am Tag geht sie, glaube ich, noch. In der Nacht ist sie einfach unausstehlich. Uff. Den Typen hat's komplett aus dem Rennen geworfen. Oh, das war jetzt richtig knapp. Oh oh. Diese S-Kurven. So, jetzt erreichen wir Topspeed und müssen hardcore auf die Bremse. Das gleiche jetzt hier nochmal. Letzte Runde und ich habe keinen Plan, wie ich fahre. Andrej Novak ist ganz weit vorne. Der natürlich von der ersten Marathon-Karambolage profitiert. Klebt mir am Arsch. Nein, 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 verpiss dich. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, angreifen bestätigt. Aber ich komme näher an den anderen Novak ran. Das ist gut. Aber der Typ, der fährt. Der fährt die Strecke wirklich so, als ob er die immer fahren würde. Der zieht wie. Ich bin mit Raketenantrieb davon, Mann, bist du. Bist du Daniel Düsentrieb? Aber noch schön eingeholt. Wurde knapp gegen Schluss. Aber für das Event ändert es gar nichts. Noch 90 Punkte und dann kommt dieses Team. Easy going, würde ich mal behaupten.
So. Dann schauen wir uns mal jetzt mein Spielerprofil an. Ich will dieses... Aha, das bedeutet, überhole 500 mal außen. Okay. Habe ich hier schon was Goldenes? Nein. Das ist das Gleiche. Layout 3 habe ich viel mehr Slots. Machen wir so. Nein, so, weil ich habe ja noch gar nichts wirklich freigeschaltet.